Das Ganzo G8012, ein Survival-Messer. Und wenn du wissen willst, ob es tatsächlich ein Survival-Messer ist oder nur eine Mogelpackung, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Buschgrab Pfalz. Mein Name ist Uwe Köhler und wie immer schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, das Ganzo G8012, ein Survival-Messer. Zumindest wird es als solches verkauft. Aufmerksam geworden bin ich auf dieses Messer durch ja, YouTube-Videos, die mir in letzter Zeit öfters ja, untergekommen sind oder vorgeschlagen wurden. Und daraufhin habe ich mir auch ein Video angeschaut von meinem, ja, von einem meiner Lieblingskanäle. Den Messerkanal von Reini Rossmann. Ich glaube, der Messer, nicht Wetterkanal, sondern Messerkanal war es. Und jo, dann habe ich mir gedacht, ich besorge mir das Messer. Und das Messer fällt definitiv in die Kategorie Low-Budget-Messer. Ich glaube, ich blende es euch unten ein, aber ich meine, ich habe 30 Euro dafür bezahlt für dieses Messer und es wird als Survival-Messer angepriesen. Wer mein letztes Video angeschaut hat, ich verlinke es euch oben, meine Military Survival Tools Video Teil 1, da hatte ich dieses Messer dabei als Survival-Messer. Und habe es dann auch benutzt, getestet, Feuerstahl, batoniert, geschnitzt. Also alles, was man so mit einem Survival-Messer machen kann, habe ich gemacht. Ich habe da auch ein paar Worte dazu gesagt, als Voice-Over, also im Nachhinein aufgenommen. Ich blende euch die Sequenzen einmal ein, wo ich das Messer benutzt habe. Und daraufhin habe ich mir dann gedacht, gut, brauche ich jetzt nicht nochmal hier batonieren, schnitzen und was weiß ich was machen, sondern ja, ich erzähle einfach mal so zwei, drei Worte über dieses Messer. Geliefert wird das Messer in dieser Kydex-Scheide. Von der Optik her muss ich sagen, finde ich es ganz ansprechend. Ich mag diese Farben, das sind diese Erdfarben und ja, fangen wir erstmal bei der Kydex-Scheide an. Die Kydex-Scheide, ja, es ist Gummi. Ne? Von der Haptik her, wenn man es anfasst, merkt man das auch, es ist Gummi. Ja, die Kydex-Scheide ist stabil, ja, das muss ich dazu sagen. Aber definitiv nicht mein Geschmack. Warum ist ganz einfach? Man verkauft dieses Messer und ihr seht, es steht auch drauf als Survival-Messer. So, jetzt, was ist grundsätzlich ein Survival-Messer? Da sage ich nachher nochmal zwei, drei Worte dazu. Ein Survival-Messer ist mit Sicherheit kein Messer, wo man mit aller Gewalt versucht, irgendwelche Tools einzubauen, die letztendlich unterm Strich nichts taugen. So, da fangen wir doch einfach mal an mit dem Gurtschneider. Der Gurtschneider mag vielleicht funktionieren. Wartet mal. So, hier habe ich jetzt ein bisschen Schnur. Also der Gurtschneider funktioniert, denke ich doch mal. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, weil ich ihn völlig überflüssig finde. Aber ja, er funktioniert. Also man kann damit sicherlich einen Gurt schneiden, man kann damit Paracord schneiden, alles drum und dran. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, wozu brauche ich das Messer? Wenn ich mein Messer verliere und auf diesen Gurtschneider angewiesen bin, dann habe ich so und so verkackt. Also daher für mich die Frage, warum der Gurtschneider? Für mich sieht es so aus, als hätte man da mit aller Gewalt versucht, ein paar Tools reinzubauen, damit man es als Survival-Messer verkaufen kann. Das nächste auf der Rückseite. Ein Schleifstein. Also das ist schon eine grobe Feile, muss ich sagen. Also gut, den kann man abbauen, man kann ein CC4 drauf machen, draufschrauben, aber will man sich den Riss geben bei einem 30-Euro-Messer? Ne, also wenn ich jetzt mal hier so drüber fahre, also ihr hört's, das ist also schon fast wie wenn ich über Stein schleife. Nettes Gimmick, nettes Tool, funktioniert vielleicht in Extremsituationen. Ja, ist es vielleicht ganz nice, aber da würde ich doch dann lieber auf den Stein ausweichen. Gut,
Und dann das Größte, der Feuerstahl. Ja, wir bleiben mir die Worte weg. Der Feuerstahl. Der Feuerstahl ist da, Jupp. Aber es ist fast gänzlich unmöglich und ich bin mit Sicherheit nicht der Schwächste, aber es ist gänzlich unmöglich, diesen verkackten Feuerstahl da rauszukriegen. Stattdessen musste ich dann draußen mit dem Messer ran. So, und musste hier hebeln, damit ich den Feuerstahl hier rauskriege. So, mit einem Survival-Messer in einer Survival-Situation fummel ich hier rum und mache den Feuerstahl raus, mit der Gefahr, dass ich abrutsche und mir in die Griffel schneide. Also, Feuerstahl, der funktioniert. Ich habe ihn schon ausprobiert. Es ist ein lütsches Ding. Aber egal, besser wie gar keiner. Aber diese Vorrichtung hier, die ist für den Allerwertesten. So, genauso schwer geht das Ding auch wieder rein. Also, ja, gewollt und nicht gekonnt. Also, sorry für diejenigen, die das Messer toll finden. Ich bin nur ehrlich. Ja, also das jetzt mal zur Scheide. Ja, hier hinten einmal mit zwei Schrauben festgemacht. Gut, jetzt kann man natürlich hingehen und kann sagen, was will man für 30 Euro erwarten? Ich glaube, man hätte dem Messer einen besseren Dienst getan, wenn man den Scheiß hier weggelassen hätte. Das Klump hier hinten weggelassen hätte. Das hier vorne vielleicht minimal optimiert. Dann hätte man auch Material gespart und ein bisschen Geld und man hätte eine saubere, gut, wirklich gut aussehende Scheide gehabt. Das Gummi ist durchaus in Ordnung, auch für kalte Zeiten draußen. Also es ist kein Plastik, was jetzt springen kann bei extremer Kälte. Aber der Gutschneider und dieser halblebige Wettstein da hinten dran und dann noch dieser eingeschweißte Feuerstahl ist jetzt nicht unbedingt meins. Gut, aber hier hinten hat man dann das mit zwei Schrauben festgemacht. Ich hätte es nett gefunden, wenn man die Schrauben vielleicht in so einem Abstand gemacht hätte, dass man vielleicht die Wahl hätte, das abzuschrauben und dann einen handelsüblichen Techlock ranzumachen. Ich habe es probiert, aber die Schrauben sitzen leider zu nah beieinander und ich kriege hier kein Techlock drauf. Schade. Diese Nylonschlaufe hier, die ist ganz okay. Ist jetzt nichts Besonderes. Hier ist nochmal ein Klettverschluss dran, der eigentlich dazu da ist, um das Messer vorne zu fixieren. Aber ganz ehrlich, dreimal aufgerissen, weil man das Messer rausholt, dann löst der Klettverschluss sich auf. Und ganz ehrlich, ich habe auch keine Lust, jedes Mal den Klettverschluss aufzureißen, Messer raus. Einfach nur Messer ran, zack, rein. Und man muss dazu sagen, das Messer sitzt richtig gut. Ne? Also da fällt auch nichts raus. Es klickt auch richtig ein. Das kann man auch hören. Ne? Also es sitzt richtig gut drin. Da kann man nicht meckern. Das passt. Ja, das zur Scheide dazu. Ja, das Ganzo Survival Knife G8012. Über Stahlsorte und solche Geschichten, das schreibe ich euch unten rein. Da habe ich jetzt nicht nachgelesen, was das jetzt für ein Stahl ist. Ja, wie gesagt, das werde ich euch unten einmal in die Beschreibung reinpacken. Und ja. Ja, wie gesagt, das Ganzo G8012. Ein Survival-Messer, wie es auch unschwer zu erkennen ist, steht ja nun dick und fett drauf. Und man erkennt schon auf Anhieb, das Ganzo hat jetzt nicht die typische Form, wie man das jetzt so von den üblichen Messern kennt. Ne? Wenn man sich das Messer mal anschaut, es ist leicht gebogen von der Form. Die Messerklinge fällt nach vorne ein wenig ab. Und es ist jetzt kein spitzes Messer, wie man das jetzt von einem anderen Messer kennt. Wartet mal, was haben wir denn da so im Angebot? Ja, nehmen wir mal das hier mal. Das Gerber Strong Arm, ne? Wenn man die zwei Klingen jetzt einfach mal vergleicht, ne? Eine wesentlich spitzere Klinge. Hier ist die vorne abgerundet, was ich persönlich jetzt gar nicht so schlecht finde. Sieht optisch ganz gut aus. Bohren geht damit auch relativ gut, besser wie mit dem anderen Messer. Das habe ich draußen auch gemacht, blende ich euch ein. Und ja, also von der Klinge her finde ich es ganz anschaulich.
Der Griff hinten, das ist so Gummimaterial. Es liegt wirklich gut und griffig in der Hand. Und es hat hier, wie ihr erkennen könnt, auch so grüne Inlays. Diese grünen Inlays sollen nachts leuchten. Ich habe es noch nie ausprobiert, ob es leuchtet, aber die sollen nachts leuchten, sodass man, wenn man das Messer verliert, ist man vielleicht wieder leichter findet. Ja, nettes Gimmick, kann man machen. Weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt braucht. Ja, zu den technischen Daten, dann messen wir das Ganze doch einfach mal ab. Es ist auf jeden Fall schon mal, wie ich immer so gerne sage, ein ordentlicher Klopper. Also es hat eine ordentliche Klingendicke. Und zwar eine Klingendicke von genau 5 mm. Eine Klingenlänge von 11,5 cm. Und ohne diesen Bommel hier hinten dran, eine Grifflänge von 12 cm. Gesamtlänge von diesem Messer ist 23,5 cm und von der Klinge her ist es natürlich 42A konform. Für diejenigen, für die das wichtig ist, mir ist es ehrlich gesagt völlig Pupse. Aber für die, die es wichtig ist, 42A konform ist es. Eine Klingenbreite bzw. eine Klingenhöhe von 3,6 cm. Und das fast durchgehend bis nach vorne. Und es hat hier hinten so ein Metallklöppel. Dann kann man auch abschrauben. Ich habe ihn jetzt erstmal richtig festgeschraubt und auch mit Techlock festgemacht, damit sich die Schraube nicht löst. Ich meine, sie hat sich nicht gelöst, aber ich will jetzt auch nicht in die Versuchung kommen, dass, wenn ich draußen unterwegs bin, sich die Schraube irgendwie löst, weil zu Beginn konnte ich die mit der Hand aufschrauben. Und ich dann irgendwie entweder den Griff verliere oder die Klinge verliere oder was auch immer. Deswegen habe ich die hinten festgeschraubt, richtig, und mit Techlock versehen. Das Ding kriegt man jetzt nur noch mit Rohrgewalt auf. Gut, das mal zu den technischen Daten. Ja, zu dem Bereich Survival. Klar, ihr habt es gesehen, ich kann damit den Feuerstahl bedienen. Und zwar, und das ist für ganz Dumme. Man hat da oben an der Klinge, man sieht's hier, Moment, wo ist mein Finger? Da, blub, da hat man ein schönes Bildchen hingemacht, nämlich eine kleine Flamme, richtig? Jupp, eine kleine Flamme. Und genau an dieser Stelle ist auch, das kann man hier auch erkennen, einmal die Klinge ja angeschärft, so dass ich ja den Feuerstahl bedienen kann. Für mich furchtbar. Ich mag es nicht, aus dem einfachen Grunde, wenn ich ein Messer habe, dann möchte ich nicht erst gucken müssen, wo kann ich denn jetzt an welcher Stelle den Feuerstahl bedienen, sondern da möchte ich dann zack, zack, mal drauf und das sollte, wenn möglich, auch überall funktionieren. Und dann nützt mir auch dieses nette Bildchen hier drauf nichts, wenn es arschig dunkel ist und ich einen Feuerstahl bediene und ein Feuer machen will. Dann gucke ich dann nicht vorher erst mit der Taschenlampe, ach, da ist das Flämmchen da und dann mache ich den Feuerstahl an. Gefällt mir nicht. Für ein Survival-Messer ist auch nicht unbedingt brauchbar. Was es allerdings ist, und das muss man neidlos zugestehen, das Ding ist scheißstabil. Also man kann mit dem Hammer auf das Ding eindreschen, wenn man am Batonieren ist. So schnell kriegt man das Ding auch nicht kaputt. Und wie gesagt, ich blende es euch ein, die Sequenzen, wo ich es benutzt habe. Batonieren geht einwandfrei. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Bohren geht einwandfrei mit dem Messer. Kleinere, feinere Arbeiten oder generell mal so Material abtragen, wird es mit dem Messer schon ein bisschen schwierig. Kann auch sein, dass ich mich blöd anstelle und generell Schwierigkeiten habe mit solchen Messern. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mich damit schwer getan. Und von der Schärfe her ist es, hat eine gute Schärfe. Ich habe es jetzt mittlerweile nochmal nachgeschärft, weil ich es ja draußen benutzt habe. Aber es ist schon scharf geliefert worden. Nur, wie gesagt, so kleine, feine Arbeiten finde ich mit dem schwierig. Oder mal so richtig Material abtragen. So, ihr Lieben, viel gibt es jetzt zu diesem Messer nicht mehr zu sagen. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was es. Ja, wert ist, angesprochen zu werden. Und die technischen Daten, wie gesagt, die blende ich euch ein. Jetzt möchte ich auch noch mal auf das Thema Survival-Messer eingehen.
Ihr habt es euch schon gezeigt, es steht hier drauf, Survival Messer. Jetzt stellt sich für mich grundsätzlich die Frage, was zeichnet ein Survival Messer aus? Eine Kydex-Scheide oder generell eine Scheide mit 5 Millionen Tools dran, wie jetzt ein Gurtschneider oder hier hinten ein Wettstein oder hier dann ein Feuerstahl? Oder ist das ein Survival Messer, das ganz normale Hackebeil aus der Küche. Was zeichnet ein Survival Messer aus? Und da greife ich gerne nochmal die Worte auf, auch einer meiner Lieblingskanäle von Reini Rossmann, der es eigentlich treffend auf den Punkt gebracht hat. Ein Survival Messer kann eigentlich jedes Messer sein. Ein Survival Messer ist das Messer, womit man am besten, ja, zu Rande kommt. Und vor allem ein Survival-Messer ist das Messer, was ich gerade zur Hand habe. Wenn ich nur das zur Hand habe, dann ist das ein Survival-Messer. Und wenn ich mich mit dem durchschlagen kann und alle Aufgaben erfüllen kann, um diese Survival-Situation zu bestehen, ist das dann weniger ein Survival-Messer als das, wo es draufsteht? Ich glaube nicht. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon mal zwischenzeitlich eine ganze Reihe an Messer hingepackt, die für mich in einer Survival-Situation in Frage kommen würden, beziehungsweise die ich dann gerne auch dabei hätte. Und ganz klar an der Spitze von all den Messern, nee, ich mach's mal so, ich gehe mal ganz schnell durch, welche Messer ich hier habe. Fangen wir doch einfach mal hier an. Das ist das Böker Mini Tracker Knife. Wenn ihr euch wundert, der Dengler hier, den habe ich vom Ambulo abgeschraubt und habe ihn hier ran gemacht. Sieht gut aus. So, das nächste kennt ihr auch, das Mora Garberg, auch eines meiner Lieblingsmesser. Das nächste, und das kennt ihr nicht, das habe ich ganz neu, das habe ich auch noch nicht vorgestellt. Das ist einmal das Puma XP Forever. Wird auch als Survival Knife angepriesen. Da werde ich aber noch mal ein separates Video dazu machen, weil, wie gesagt, ich hatte noch keine Gelegenheit, es zu benutzen. Dann, das Messer kennt ihr auch, das habe ich schon vorgestellt, das Böker Outdoorsman, das XL. Dann als nächstes der Bushcraft Beaver von Reini Rossmann. Schönes Ding. Und, das habe ich gerade eben schon gezeigt, das Gerber Strongarm. Auch ein wunderschönes Messer, wie ich finde. Und, Leute, ich bin verliebt. Heute eingetroffen, das Mora Bushcraft Knife. Ist das nicht ein geiles Ding? Allein schon die Farbe. Und diese Scheide dazu. Klar, sagt der ein oder andere, billiges Plastikklump, aber das billige Plastikklump erfüllt seinen Zweck. Wer kennt's nicht, ne? Ihr habt eure Scheide an der Seite. So, ihr zieht das Messer raus, dann müsst ihr erstmal gucken und einfädeln und zack und rein aufpassen, dass er den Anorak nicht zerschneidet. Das geht bei denen alles so leicht. Zack, raus, reinfallen, bang und zu ist es. Ein richtig geiles Messer. Habe ich heute bekommen. Habe ich bei Amazon gesehen. Musste ich sofort haben. Ja, toller Griff. Das Ding liegt satt in der Hand. Also ist ein richtiger Handschmeichler. Von der Klinge her exakt gleich wie das Garberg. Entschuldigung, nicht Gerber, das Garberg. Selbe Klingenform. Selbe Klingenstärke. Also geiles Messer. Ihr könnt Gift drauf nehmen, dass ich das testen werde, inklusive den Feuerstahl, ob der was So, taugt. das sind jetzt mal diese Messer, die für mich in Frage kommen würden. Und von der Reihenfolge her, wenn ich mir die Messer aussuchen könnte, würde bei mir definitiv an erster Stelle das Gerber Strongarm stehen.
Das Gerber Strongarm ist für mich persönlich ja ein prädestiniertes Survival-Messer. Von der Klingenform her, von der Stabile her, auch dieses Coating, dieses Schwarze, der Griff ist einfach genial. Das Messer liegt sauber in der Hand und es hat eine satte Klingenstärke und trotzdem bin ich in der Lage, mit diesem Messer auch feine Arbeiten zu machen. Ich liebe das Messer. Das ist wirklich Bombe. Und das würde bei mir an erster Stelle liegen, wenn ich mir eins aussuchen dürfte. Gut. Die Kydex-Scheide, die ist genauso geil. Also da hat man sich auch ein bisschen was überlegt. Auch mit dem Molle-kompatibel. Geiles Ding. Ich will jetzt kein Review machen für alle diese Messer. Ich will nur mal so die Reihenfolge. An zweiter Stelle. Also ganz dicht hinter dem Gerber Strongarm, definitiv der Bushcraft Beaver von Rainer Rossmann. Für mich eigentlich auch so der Inbegriff eines Survival-Messers. Bringt alles mit, was ein Survival-Messer braucht. Es ist saumäßig stabil. Es hat eine ordentliche Klingenstärke. Ich kann damit auch feine Arbeiten machen. Geht hier ein bisschen besser. Aber das liegt auch an der Größe. Das ist ein bisschen kleiner. Das ist natürlich schon eine andere Dimension. Das Messer ist, ja, das ist mega, mega sauber verarbeitet. Also das ist auch ein richtiger Handschmeichler. Ich habe ja schon ein Ding drüber gemacht, ne? So zwei, drei Dinge, die mir so nicht gefallen haben. Aber dennoch, in einer Survival-Situation hätte ich das auch gerne bei mir. So, an dritter Stelle im Moment derzeit auf jeden Fall das Mora Garberg. Ja, auch dazu habe ich schon zwei, drei Worte gesagt. Das übrigt sich jetzt, das brauche ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Tolles Messer, habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Ihr wisst, ich bin Mora-Fan. Zuverlässiges Messer würde ich definitiv an dritter Stelle mitnehmen. Jetzt kommt natürlich vielleicht der ein oder andere Fakt, ja, warum nicht das an erster Stelle? Ganz ehrlich, von der Stabilität und vom Durchhaltevermögen traue ich dem Gerber Strongarm doch ein bisschen mehr zu als dem Mora. Und deswegen das an erster. Das ist, glaube ich, unkaputtbar. Auch da vertraue ich dem Material ein bisschen mehr und der Stabilität, wie jetzt. Dem Messer hier, wobei ich natürlich auch davon überzeugt bin, dass es auch die Aufgaben bewältigt. Aber Survival ist Survival, da will man mal nur nicht unbedingt unnötige Risiken eingehen. Ja, als nächstes würde eigentlich das hier kommen, ne? Aber da ich das noch nicht getestet habe, kann ich dazu noch nicht viel sagen und nur gut aussehen, ja, bringt es jetzt auch nicht wirklich. Ich werde das jetzt am Wochenende testen und werde euch berichten. Und dann kann es vielleicht auch sein, dass das auf dem ersten Platz landet. Wir werden sehen. Ja, dann, nee, also dann eigentlich hier schon der Outdoorsman. Da habe ich allerdings Bedenken, was den Griff betrifft. Das ist so ein Radiergummigriff und ich glaube, dass der irgendwann auf kurz oder lang seinen Geist aufgeben wird. Er liegt satt in der Hand und ich mag das Messer auch gerne. Es hat auch alle Attribute, die man eigentlich so braucht für ein Survival-Messer, finde ich. Ich kann damit gut arbeiten, aber nichtsdestotrotz an vierter Stelle. So. Ja. Das hier, auch ein Klopper. Das Böker Mini Tracker Knife. Sehr stabiles Messer. Liegt richtig gut in der Hand und wie ihr erkennen könnt am Griff, das Ding ist schon abgewetzt. Das habe ich also schon einiges, hat schon einiges mitgemacht. Auch die Klinge sieht man, die ist schon mitgenommen. Unheimlich stabiles Messer. Liegt richtig, richtig gut in der Hand. Ist auch saumäßig scharf. Also, das ist das Messer, wo ich mich am meisten in die Griffe geschnitten habe mit. Erledigt auch die Aufgaben, die es soll. Allerdings, und das muss ich dazu sagen, zum Batonieren ist es gewöhnungsbedürftig. Durch diese Klingform ist es schon ein bisschen schwierig und so richtige feine Arbeiten auch mit der Klingenspitze vorne zu machen.
auch gewöhnungsbedürftig. Dafür hat es andere Qualitäten. Ja, an den letzten beiden Stellen definitiv das hier und das hier. Und gleich vorab, das sind nicht die günstigsten Messer hier. Das war ungefähr von der Preiskategorie genauso. Zudem kann ich noch nicht viel sagen. Das Puma XP, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Das Einzige, was mir an diesem Messer mal überhaupt gar nicht gefällt, das ist das Erste, was ich gemerkt habe, als ich es in die Hand genommen habe. Schaut es euch an. Den Griff. So, dann schaut euch meine Hand dazu an. Das Messer ist definitiv für jemanden gemacht, der Klodeckel als Hände hat. Definitiv. So, jetzt seht ihr ja diese schönen, tollen Griffmulden, wo der Hersteller vorgibt, wo ich meine Finger hinzusetzen habe. So, jetzt mache ich das mal und dann seht ihr, jetzt muss ich erstmal so machen, damit ich überhaupt in diese Griffmulden reinkomme. Das heißt, ich muss das Messer die ganze Zeit so halten. Das wäre für mich eine normale Haltung. So. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich das Messer so nehme, dass mir die ganze Zeit dieser scheiß Huckel in meinen Finger reindrückt. Und wenn ich da richtig am Wägeln bin und am Arbeiten, tun mir nach einer Weile mit Sicherheit die Griffel weh. Also das gefällt mir schon mal nicht. Aber das Ding hat eine brutale Klingenstärke. Es ist auch scharf wie Sau. Ich werde es testen. Solange ich aber nichts dazu sagen kann, fällt das bei mir erstmal auf die letzten Plätze. Auch hier, ne, Survival Knife, da muss ja unbedingt auch ein Feuerstahl dabei sein. Auch das wird mit Feuerstahl geliefert. Die Scheide dazu ist Müll. Das nur mal so vorab. Ja, also das wäre jetzt so meine Reihenfolge. Ja, einfach geil, ich muss es nochmal sagen. Das wäre jetzt so mal meine Reihenfolge und meine Auswahl an Survival-Messer. Wie gesagt, das Gerber Strong Arm, für mich eigentlich das Survival-Messer schlechthin. So, jetzt kommt der ein oder andere. Und das ist mir durchaus klar, es gibt noch 5 Millionen andere Messer, die sicherlich auch geeignet sind für den Survival-Bereich. Es gibt super tolle, geile Messer von irgendwelchen Starschmieden oder bekannte Leute, die tolle Messer machen. Aber, und das wisst ihr, ich bin kein Geldscheißer. Und ich kann kein Geld ausgeben für ein Messer, was auf 400 € und 500 € kostet. Mache ich nicht. Das widerstrebt mir. Daher bin ich immer auf der Suche nach günstigen Varianten, die aber dennoch ja, Qualität versprechen und die auch nützlich sind. Natürlich könnte ich mir jetzt auch ich glaube von Schmiedeglut, den Breacher holen. Glaube Breacher heißt er, wenn mich nicht alles täuscht. Mit dem Ding kann ich ein Haus abreißen und es geht nicht kaputt. Aber das Teil kostet natürlich auch ein paar Euro. Und ich glaube nicht, dass jeder meiner Follower sich ein Messer in dieser Preisklasse leisten kann. Und daher ist es für mich auch immer wichtig, dass ich hier Messer präsentiere, die noch einigermaßen erschwinglich sind. Also das teuerste Messer, was hier liegt, ist definitiv das Messer von Reini Rossmann, der Bushcraft Beaver. Das ist mein derzeit teuerstes Messer, was ich überhaupt besitze. Ne? Und ich traue mich ja schon gar nicht, das Ding zu benutzen. Aber es muss leider irgendwann mal anfangen zu leiden. Und ansonsten liegen meine Messer alle ja im 100-Euro-Bereich und darunter. Ja, das wollte ich nur mal so ansprechen, weil es gibt natürlich immer wieder welche, die sagen, ja, das ist aber das tolle Messer. Es gibt tolle Messer. Es gibt auch bessere wie die. Aber ich habe nur die zur Verfügung und aus diesen, die ich zur Verfügung habe, habe ich jetzt einfach mal so ein Ranking gemacht. Ja. Das soll es jetzt auch schon mal wieder gewesen sein. Schon länger wieder gewonnen, als ich eigentlich wollte. Ja, im Fokus stand das Messer hier. Und die Frage Survival, ja, nein. Und was überhaupt ein Survival-Messer ist und was es auszeichnet. Ich glaube, die Frage habe ich beantwortet. Ansonsten schaut euch gerne den Kanal von Reini Rossmann an. Zu diesem Thema Survival sagt er sehr viel. Und
Vieles davon oder fast alles davon kann ich uneingeschränkt teilen. Da hat er durchaus recht Ja, damit. Was mich betrifft, ja, ich bin am Ende angelangt. Wie immer, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dass es ein interessantes Video für euch war. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Messer gesehen, was ihr vorher nicht kanntet. Vielleicht habt ihr euch auch für dieses Ganzo interessiert. Ich hoffe, ich habe es euch nicht zu arg mies geredet. Probiert's aus. Für 30 Euro könnt ihr nichts kaputt machen. Vielleicht ist es genau das Survival-Messer, was für dich passend ist. Ansonsten, wie immer, bleibt mir gesund und ein Daumen hoch wäre super. Ein Abo wäre Granate und einmal die Glocke anklicken, damit ihr mitbekommt, wenn ich die nächsten Videos wieder online stelle. Ich gehe mittlerweile und vielen Dank an alle Follower steil auf die 900 zu. Die 1000 werde ich wohl nicht mehr knacken bis zum Jahresende. Entschuldigung, aber wahrscheinlich oder ich hoffe, dass ich weiterhin interessante Videos drehe und ich vielleicht so Anfang nächsten Jahres die 1000er Marke knacke. Das wäre Bombe. Ansonsten viel Spaß in der freien Natur. Bleibt mir gesund. Euer Uwe Köhler von Buschkraft Pfalz.